Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Griefer Game Server und die letzte Folge, wo ich einfach mal alle Wünsche von Spielern erfüllt habe, die kam bei euch ziemlich, ziemlich gut an. Deswegen werden wir heute noch eine Folge machen. Wenn ihr möchtet, dass das Ganze öfter kommt, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schon einen Daumen nach oben für die Folge geben könntet. Das wäre richtig nice. Und wir fangen gleich an, Leute. Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten, und zwar folgendes. Letztes Mal war ich ja im Teamspeak mit zwei Leuten, die haben sich nämlich mega gefreut, dass sie gemoved wurden und sowas und die wollten das auch. Ich werde das heute wieder so machen. Ich werde alle Wünsche von Spielern erfüllen und ich denke, ich werde auch nachher wieder jemanden im Teamspeak hochmoven. Wir machen das aber so, Leute. Ich werde zwei heute in der Folge einfach auf dem Server auslosen, wo ich quasi jeden Wunsch erfülle, und zwar einen einzigen Wunsch, den sie eben haben. Man kann sich also nicht mehrere Dinge wünschen und auch keine, ich sag mal, Dinge wünschen für seine Freunde, sondern eine einzige Sache kann man sich wünschen. Und ich werde einen auch noch im Teamspeak moven. Und der im Teamspeak gemoved wird, der kann sich sogar sowas wünschen wie Ränge oder sowas. Dann wisst ihr nämlich Bescheid. Falls ihr im Teamspeak mal gemoved werdet, Leute, dann könnt ihr euch Ränge wünschen, sonst allerdings nicht. So funktioniert das Ganze heute. Ich bin gespannt, ob es klappt. Wie gesagt, wenn das Ganze öfter kommen soll, würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Daumen nach oben dafür jetzt schon geben würdet. Und jetzt würde ich sagen, ich schmeiß direkt mal den Random-Generator an. Machen wir mal hier TP an und mal gucken, wo wir gleich landen, Leute. Ich lasse einfach mal so ein bisschen laufen, mal gucken, was hier kommt. Und würde sagen, stopp. So. Wo sind wir denn hier? Wir sind bei Opossum und Mr. Pudding. Was macht denn der Mr. Pudding da? Warte mal, ich mache mal hier gerade ein bisschen Tag und hole mir mal so ein Schild hier. So. Ich schreibe hier einfach mal so ein Schild einfach mal hier auf den Block. Whoops. Warte mal, hat er es gesehen? Warte, schreibt der jetzt ein Schild oder was mein Schild? Wer schreibt denn jetzt hier gerade ein Schild? Dann schreibe ich es mal hier hin. Du hast einen Wunsch frei. So. Was soll es sein? So, fragen wir das mal, Leute. Bin hier noch komplett... Warte mal, wieso hab ich gerade einen nassen Schwamm auf dem Kopf? Ja, moin. Guten Tag, Leute. Ich bin abgegrieft. Ich habe einen nassen Schwamm auf dem Kopf. Sonst geht's mir auch gut. Ja, den werde ich mal ganz schnell hier entfernen, Leute. Ich weiß gar nicht, was das soll. Und ich bin mal gespannt. Wünscht er sich irgendwas? So, der hat... Ich habe gefragt, du hast einen Wunsch frei. Und was das sein soll, der hat gesagt, ein Beacon. Aber jetzt hat er es wieder abgerissen. Schreibt er vielleicht was anderes? Der Mr. Pudding? Ich bin mal gespannt, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute. Wie gesagt, alle Sachen sind möglich. Man kann sich alles wünschen, was man eben möchte. Es gibt nur ganz, ganz wenig Dinge, die man sich wünschen kann. Er schreibt bitte einen Beacon und einen Screen. Okay, Leute, wisst ihr was? Den Wunsch können wir auf jeden Fall erfüllen. Den Beacon nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Und den Screen, ja, Leute, ganz ehrlich, das ist ja kein zweiter Wunsch oder so. Das mache ich mit dem natürlich auch noch gerne. Also können wir hier gerne noch einen Screen machen. Ich werfe ihm schon mal, warte mal, ist sein Freund da? Ich droppe ihm schon mal den Beacon hier. So, viel Spaß mit dem Beacon. So, viel Spaß damit. Und dann machen wir natürlich auch noch einen Screen, Leute. Hier, warte mal, ich stelle mich nochmal. Ja, warte, komm, ja, okay, guck mir in die... Na, okay, nee, doch, so, okay. Guck mir in die Richtung. So, machen wir einen Screen, der Mr. Pudding. Ich hoffe, dass das Ganze klappt. Klappt das? Ich glaube schon, Leute. Nice, das hat, glaube ich, geklappt. So, Mr. Pudding, viel Spaß mit dem Beacon, das ist das Glück, ne? Freut mich sehr. Ich werde... Was hat er mir jetzt gegeben? Eine Schaufel. Er gibt mir zum Dank eine kaputte Schaufel. Danke dir, warte mal, ich gebe ihm mal dafür 3 zurück. Der braucht die bestimmt noch, wenn er hier weiterfarmt, Leute. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten. Mal sehen, was der sich wünscht. Wir schreiben auch richtig viele im Chat, ne? Ich hätte gerne das und das und das und das. In dieser Folge machen wir es aber, wie gesagt, so. Wir werden uns zwei Leute einfach so aus dem Chat picken und einen werden wir im Teamspeak moven. Ich bin mal gespannt, was da für Wünsche kommen. Und wie gesagt, im Teamspeak darf man sich auch Ränge wünschen. Auf dem Server geht das nicht. Also es geht nur, wenn man im Teamspeak drankommt. Das ist quasi das Beste, was man ziehen kann. Deswegen, Leute, seid viel auf dem Server online, seid auf dem Teamspeak online. Und jetzt schmeiße ich nochmal den Random-Generator an. So, lassen wir es einfach noch mal ein bisschen laufen, Leute. Ich erinnere euch nochmal, denkt bitte an den Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf mehr von sowas habt. Ganz einfach, dann sehe ich nämlich, dass euch das Ganze gefällt. Das würde mich mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, reicht es auch wieder. Wir gehen mal zu dem hier. Wo sind wir denn hier? Lumpy Fox. Hallo Lumpy. Hallo Lumpy. Oh, ich habe ja schon ein Schild. Warte mal, was macht der denn gerade? Ist der da? Hallo? Bist du anwesend? Ich meine, wir können natürlich nur Spieler nehmen. Ja, er ist da. Wenn er jetzt AFK gewesen wäre, Leute, hätten wir natürlich nicht genommen. Es gehen nur Spieler, die da sind. Ich schreibe mal ein Schild. Du hast einen Wunsch frei. Was willst du haben? So, da bin ich mal gespannt, Leute. Er hat jetzt auch einen Wunsch frei. Der hat sogar einen Premium-Rang, also ziemlich cool. Gucken, was der haben möchte. Der schreibt noch, der Mr. Pudding schreibt noch Abgedanke. Natürlich sehr gerne, Mr. Pudding. So, er hat sich jetzt schon ein Schild geholt. Er schreibt auch schon was. Jetzt bin ich mal gespannt. Was schreibt er denn? Bin mal gespannt. Ich meine, der hat schon Premium-Rang. Das heißt, der ist bestimmt schon ein bisschen erfahrener auf dem Server. Mal gucken, was sich so jemand jetzt wünscht. Der hat auch schon hier so ein fertiges Haus und so. Guck
Gold hat er schon so ein bisschen. Ja, das geht. Ja, er hat schon so ein paar Materialien. Ich meine, richtig reich ist er, glaube ich, nicht. Aber der, ja, vielleicht wünscht er sich was richtig Krasses. Ich bin mal gespannt. Noch schreibt er was. Kann ich mich hier noch irgendwie umsehen? Warte mal. Ich bin ganz. Was empfiehlst du mir? Ich bin ganz? Bist du noch neu? Ist das noch ein neuer Spieler, Leute? Hö. Also, was ich empfehlen würde, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr dran seid, ich würde euch sowas wie einen Spawner empfehlen oder sowas wie ein Guardian Spawn Egg. Ich glaube, die sind relativ wertvoll. Die würde ich euch empfehlen, wenn ihr dran seid. Aber wie gesagt, man kann sich viele, viele Dinge wünschen. Man, fast alles davon wird eben erlaubt. Bin ich mal gespannt. 3 Tage. Ach, er ist erst 3 Tage auf dem Server und hat jetzt schon Premium-Rang. Richtig cool. Freut mich mal mega. Ich schreib mal zurück. Keine Ahnung, was du willst. So. Vielleicht was Teures. So. Vielleicht fällt ihm da ja was ein. Ich bin mal gespannt. Buddelt der hier gerade noch was? Vielleicht können wir dem noch irgendwie unter die Arme greifen oder sowas. Ich glaube, der baut hier irgendwas noch aus. Okay. Warte, ich gehe nochmal gucken. Er schreibt, glaube ich, noch. Er schreibt vielleicht ein bisschen Geld, wenn das geht. Wie viel Geld denn? Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wie viel Geld wird er sich wohl wünschen, der Lumpi? Wie viel Geld? Puh. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld hat denn der gerade? Money Lumpi. Er hat 1019 Dollar. Also 1000 hat man, glaube ich, zum Start. Das heißt, der ist noch komplett frisch auf dem Server. Ich meine, der spielt auch erst 3 Tage. Da kann man ja auch noch nicht viel mehr Geld haben. Wie viel Geld wünscht er sich jetzt wohl, Leute? Wie viel Geld wünscht er? Ich bin sehr gespannt, was er von mir haben möchte. Ich meine, ich habe gerade, glaube ich, genug Geld, um fast alles bezahlen zu können. Das lasse ich dich entscheiden. Oh. Wir sollen das entscheiden, Leute. Was machen wir denn da, Leute? Puh, also ich meine, wir können natürlich jetzt auch nicht zu viel Geld raus, weil man kann sich halt auch nicht... Wenn jetzt einer sagt, und so, ich wünsche mir jetzt hier 8 Millionen ab, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das geht natürlich nicht. Aber wenn, sagen wir mal realistisch, was ist denn so fair? Ich meine, man kann sich ja auch zum Beispiel 5 Spawner wünschen, das wurde auch schon erfüllt. 5 Spawner sind, würde ich sagen, ungefähr so 250.000 wert. Ich würde sagen, ich denke, fair ist, wenn wir ihm mal... Ich glaube, wir schenken ihm 200.000 Dollar. Ich meine, wenn er sich wirklich Geld wünscht, Leute, dann kriegt er 200.000 Dollar, bekommst du. Das schreibe ich mal, 200.000 Dollar einfach. Und ich würde sagen, die pay ich auch mal direkt, Leute. Das ist eine Menge Geld. Also falls ihr euch auf Creeper Games, falls ihr nicht so viel wisst, wie viel Geld man so hat. Ich glaube, die reichsten Spieler haben aktuell 4 oder 5 Millionen insgesamt. Das heißt, 200.000 Dollar ist nicht wenig Geld. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Er schreibt gerade noch ein Schild. Haben das Geld auf jeden Fall jetzt schon mal bezahlt, Leute. Wow, danke. Okay, er freut sich. Ich glaube, er hätte nicht gedacht, dass es so viel ist, weil das ist wirklich jede Menge Geld. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne, ne? Lumpi habe ich gerne gemacht. Ich würde sagen, jetzt haben wir 2 Jahre schon auf dem Server gemacht. Das bedeutet, ich werde jetzt noch einen im Teamspeak moven. Ich schreibe auch nochmal sehr gerne, nur ein Herzchen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter, Leute. Denn einen werden wir jetzt noch auf den Teamspeak moven und der kann sich, wie gesagt, alles wünschen. Ich bin mal sehr gespannt, wer da drankommt. Ich muss nur mal ganz kurz in Teamspeak online gehen, wartet mal. Und jetzt move ich mal einfach irgendeinen Spieler hoch. Ich meine, wir können ja hier nehmen, wen wir wollen. Mal gucken. Ich mache jetzt kurz die Augen zu, dann scroll ich hoch und runter und nehme irgendeinen online, dass quasi jeder eine faire Chance hat. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit an und ich scroll jetzt einfach hier so ein bisschen rum, so einfach hin und her und wir nehmen den. So, wen haben wir denn? Oh, es ist ein Spieler, der hat noch gar keinen Rang, der Tildidin. User was moved to your channel. Hallo? Hallo? Was geht ab? Nicht so viel. Bist du gerade auf dem Server? Ja. Und wo bist du gerade auf dem City-Bild? Bist du wirklich Abge? Ja, ich bin Abge. Ernsthaft? Ja. Ich bin aufs. Krass. Ich bin auf City-Bild 2, ich baue mir gerade so einen Shop. Warte, ich komme mal zu dir, ja, auf City-Bild 2. Du baust gerade einen Shop, oder was? Bitte was? Oh, du heißt im Spiel heißt du Kali Pro, oder? Kali Pro, genau, unterstrich. Er steht hier im Teamspeak, okay. Ja, ich bin bei dir. Und zwar folgendes, lieber Tilidin. Ja? Ich nehme gerade eine Folge Wünsche erfüllen auf. Das heißt, du kannst dir jetzt einen Wunsch aussuchen und den werde ich dir erfüllen. Oh Gott, ey, ich habe erst vor 5 Tagen angefangen zu spielen. Echt, du bist auch noch neu? Ja, und tatsächlich sogar wegen deiner Videos. Ich bin durch Zufall auf so ein Scammer-Video draufgekommen. Ja. Und mein Bruder hat früher mit Minecraft gespielt, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Da dachte ich, ich komme mal her und jetzt habe ich hier halt mal so einen kleinen Shop gebaut. Darf ich fragen, wie alt du bist?
28. Du bist 28 schon? Ja, ich hab dich. Oha. Ich hab grad Urlaub. Und ja, cool. Ja, dann habe ich halt abends, wenn ich nichts zu tun habe, weil es hat sonst keine Urlaub, gerade momentan zocke ich halt ein bisschen Minecraft. Okay. Du, ist es denn okay, wenn du in der Folge hier drin bist? Ja, kein Problem, alles gut. Okay. Also wie gesagt, du hast jetzt einen Wunsch frei, du kannst dir wünschen, was du möchtest. Falls du das nicht kennst, ne, das machen wir ab und zu mal und dann kannst du dir aussuchen. Ich helfe dir quasi ein bisschen bei dem, was du auch gerade tust auf dem Server. Es steht hier quasi alles offen, was du so brauchst eben. Boah, ich hab echt keine Ahnung. Hier? Interessant. Da überlegst du ruhig kurz. Ich sehe mich so lange mal in deinem Shop um. Ne? Das ist doch ja, okay. Dein Shop, ne? Ja, alles gut. Calibro, okay. Beacon 1200. Ich glaube auch, das ist ein fairer Preis. Das heißt, du scammst wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Pass auf, ich habe nämlich echt. Ich zeig dir mal kurz was. Ja. Ich wüsste immer, wie ich scamme sollt, ehrlich gesagt. Aber ich zeig dir mal ganz kurz was. Moment. Und zwar so ein Spieler, der heißt Renan, der hat mir halt übel viel Sache geschenkt. Echt? Okay. Mhm. Der ist richtig nett. Und der hat gesagt, ich soll hier Lava hinmachen in die Tür rein, damit man quasi sieht, dass da keine TP-Falle drunter ist. Okay. Also scheinbar geht es da nicht oder so, keine Ahnung. Und der hat mir auch das hier gebaut, da den Gang da, um zu einem Banner dahinter zu kommen. Ah, cool. Okay. Stimmt, hier ist ein Geheimgang. Warte mal, ich hole mir gerade meine Fackel, das sehe ich mir mal an. So, Torch. Also das heißt, du bist wirklich noch ganz neu und hast hier die meisten Sachen noch von... Ah. Ich hab eigentlich, ich hab die ganze Zeit Far Cry 5 gespielt und halt Fortnite ein bisschen und so Geschichte. Das ist ja mal mega chillig, hier kann man zu den Bannern dann kommen. Ja, cool. Weil, also scheinbar kann man die Banner ja kopieren, ne? Ja, die Banner kann man kopieren. Das ist ja kein Duplizieren angeblich. Nee, das ist ganz normal Minecraft, das darf man. Genau, und das wusste ich nicht, deswegen habe ich halt dahinter gebaut, dass ich die abbauen kann, ohne dass die jemand klaut quasi, aber jetzt hat sich's eigentlich erledigt. Ach so, okay. Ich habe immer noch keine Ahnung für den Wunsch, aber ganz ehrlich, weißt du, was ich gut finde wird? Hau raus. Wenn du dir wirklich irgendeinen Spieler suchst, der es wirklich, wirklich, wirklich verdient hat und dem irgendwas Gutes tust. Oha, das heißt, du willst deinen Wunsch lieber weitergeben, Kalli? Ich gebe dann irgendjemand weiter, der wirklich irgendwie, der es wirklich verdient hat. Oha. Der vielleicht schon voll lang spielt und mal übel bös gescannt wird oder so zum Beispiel. Okay. Oh, ich weiß wen, pass auf. Wen denn? Das ist witzig, jetzt kann ich dich fragen. Ich habe heute Mittag ein Video von dir gesehen. Und zwar, wo du dieses Spawn-Grundstück da für 450.000, ne? Ja, es gibt noch einige Spawn-Grundstücke, ja. Da war doch der eine Spieler, der dich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Typ scammt. Ja. War das schon 3 Wochen her, dass du es hochgeladen hast? Ja, ist schon ein bisschen lang. Also vom 24.07.2018. Und da wurde jemand gescammt, oder da was? Wurde jemand übelbös gescammt. Also ich würde es echt gut finden, ich weiß aber niemand, der, also ich... Also wer zum Beispiel auch noch neu ist, der Syntax, der vor dir steht, der Syntax, der ist übel nett. Ja. Der ist richtig nett. Der hat auch ein schönes GS. Weil, wenn ich keinen Urlaub mehr habe, spiele ich vielleicht gar nicht mehr so viel, weißt du? Ach so, ja, du kannst gerne deinen Wunsch weitergeben, dann würde ich einfach noch einen anderen Spieler zufällig raussuchen oder sowas. Wäre ich dann trotzdem im Video? Du bleibst im Video, ja. Ja, das wäre cool. Okay. Ja gut, dann machen wir das so. Dann geben wir deinen Wunsch weiter und ich suche jemand anderen raus. Einfach ja, zufällig. Ja, das würde mich freuen. Ich hab auch so einen kleinen YouTube-Account, deswegen. Okay, ja, wenn du den hast, sag gerne, dann verlinke ich ihn oder so, ne? Der heißt, pass auf, warte. Der ist ein bisschen schwierig zu finden, irgendwie findet man den nicht so richtig. Moment, ja, sonst schick mir doch einfach den Link, ich verlinke den einfach mal unten. Leute, ne, Tilidin, absoluter Ehrenmann, er gibt seinen Wunsch einfach mal weiter, finde ich richtig fett. Und ja, ich verlinke ihn einfach mal unten in der Beschreibung. Ey, cool, also wirklich, hat mich richtig gefreut, dass du da warst und ich hoffe, dass du wirklich einen Spieler findest, der es richtig, richtig arg verdient hat. Ja, gerne, gerne. Tilidin, finde ich cool von dir. Alles gut. Dann move ich dich raus und ich suche einen weiteren Spieler. Perfekt, schönen Abend noch, gell? Bis dann, dir auch, ne, tschüss. Bis dann, ciao. User was moved Leute, out of your channel. Ohne Scheiß. Das war mal echt, hätte ich nicht gedacht, dass jemand seinen Wunsch weitergibt, aber natürlich geht das, ne? Das heißt, ich werde jetzt einfach nochmal wen raussuchen. Ich muss zugeben, es ist schon ein bisschen später, vielleicht sind deswegen auch gerade ältere Leute online. Ich gucke einfach mal, was noch so geht. Ja, vielleicht hat der andere ja irgendeinen Wunsch oder so. Mal gucken, was da kommt. Okay, Leute, ich habe jemanden gefunden, der hat noch gar keinen Rang. Der heißt Nassim der Babbo. Den werde ich jetzt mal moven, mal gucken, was der für einen Wunsch hat. Ich move den einfach mal hoch, Leute. User was moved to your Hallo? Channel. Hallo? Oh mein Gott! Das geht ab, Nassim. Heißt du so? Alter! Als ob! Nassim, pass auf, gerade ist Folgendes passiert. Ja. Gerade war jemand da, der hatte einen Wunsch frei, weißt du? Und der hat gesagt, nee, er hat gerade nichts, was er sich wünscht. Das heißt, ich durfte noch jemanden aussuchen und jetzt bist du dran. Das heißt, du darfst jetzt aussuchen, was du willst und ich werde dir den Wunsch erfüllen, okay? Nein! Wie kann ich dir helfen auf dem Server? Alter! Oh, bist du gerade auf Cityville 2? Ja. Oh, dann musst du dich bedanken bei dem, wie heißt er denn nochmal? Der, warte mal. Der Kali Pro hat es nämlich weitergegeben. Oh mein Gott, sei.
Alles okay bei dir? Ja, hi. Na, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 13. Du bist erst 13, okay, nice. Ja, cool. Freut mich. Ist das für dich auch okay, wenn du hier im Video bist? Ja, klar, klar. Okay, perfekt. Oh mein Gott. Ich sehe mich hier mal um. Willkommen in meinem Shop. Ja. Scamfrei getestet von Giant. Ich hoffe, du bist scamfrei. Sonst schreiben nachher alle, nee, das scammt. Oh mein Gott, mein Herz, Digga. Ja, alles gut, alles gut. Du bist gerade noch voll im Aufbau, oder hast du mehrere Plots schon? Ich habe diesen Plot vor kurzem erst gekauft. Ach so, okay. Interessant. Oh mein Gott. Jo, hast du denn irgendeinen Wunsch oder so? Ich wünsche mir so sehr den Grieferrang. Grieferrang? Ja. Okay, weißt du was? Dann machen wir das so. Oh mein Gott. Dann bekommst du den Grieferrang. Oh mein Gott. Ich aktiviere dir das direkt. Alter. Das müsste dann gleich aktiviert werden. Mein Herz, Digga. Alter. So, oh mein Gott. Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Ist alles gut bei dir? Ja. Bitte, bitte. Mach keinen Quatsch. So, der Rang müsste jetzt aktiviert sein. Das heißt, der kommt in den nächsten paar Minuten an. Du kannst ja vielleicht mal rejoinen oder so, vielleicht ist er dann schon da. Okay. Und ich sehe mich schon mal so lange ein bisschen in deinem Shop online. Ist wirklich alles gut bei dir? Ja, alles gut. Oh. Ich gebe dir auch schon mal hier im Teamspeak den Grieferrang. Oh mein Gott, danke dann, schön. Ja, sehr, sehr gerne, ne? Alter. So. Warte, ich kick dich einmal, ja? Join am besten einmal neu. Okay, gucken, ob das funktioniert. Meine Hand, das geht nicht mehr. Alter. Okay. Alter. Hast du mit Vornamen Nassim? Ja. Okay, cooler Name, den habe ich glaube ich noch nie gehört in meinem Leben. Alter. Jetzt ernsthaft nicht. Alter. So, oh, du hast echt einen fetten Job. Dankeschön. Supreme, okay. Yo, okay. Bist du neu auf dem Server? Sekunde. Gucken, ob es klappt. Ich bin mal gespannt, ob der Rang direkt aktiv ist. Ah, das ist noch, warte mal, ist noch nicht aktiv. Ich krieg dich nochmal eben vom Server, ja? Mal gucken, ja, ob es ja, dann klar. geht. Nicht, dass es jetzt irgendwie nicht funktioniert oder sowas, ne? Alter, oh mein Gott, meine Hand zittert so sehr. Danke, Alter. Ja, gerne. Okay. So, Nassim. So. Ich sehe dich. Und ich sehe auch, ich glaube, der Grieferrang ist jetzt aktiv. Ist oh mein okay. Gott, dankeschön. Nice. Ja, sehr Alter, gerne. Freue mich, dass du dich so freust. Ich glaube, da hat der von da vorne ziemlich gute Entscheidung getroffen und du freust dich deutlich über den Rang. Danke, ich mega. Danke. Ja, gerne. Okay, Leute. Wann kommt das Video? Ich glaube, das Video kommt ab, weil ich produziere gerade vor für die Gamescom, weißt du? Ich glaube, es kommt am Freitag. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, okay, Leute. Nice. Wenn heute Freitag ist, wisst ihr Bescheid. Leute, denkt dran, Daumen nach oben geben wäre richtig nice. Mach ich gerne. Ja, genau, gebt auch einen Daumen nach oben. Jetzt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein. Danke. Bis dann und tschüss.